Mein Name ist Peter Wetzlinger, bin der Projektleiter der bauausführenden AGE. Wir befinden uns hier in Kütei, wo eine bestehende Kraftwerksanlage um ein Pumpspeicherkraftwerk erweitert wird. Wir befinden uns hier ca. auf 2200 Meter Höhe. Das Pumpspeicherkraftwerk, das hier gebaut wird, umfasst einen Naturschüttdamm mit 7 Millionen Kubikmeter, ein unterirdisches Kraftwerk mit einem ca. 8 Kilometer langen Stollensystem und einem 25 Kilometer langen Beileitungsstollen mit 6 Wasserfassungen. Hier sind derzeit 400 Personen mit der Umsetzung dieses Projektes betraut. Das Projekt läuft seit April 2021, war der Startschuss der Bauarbeiten, und die Inbetriebnahme des Kraftwerkes ist mit 2026 avisiert. Das gesamte Projekt hat ein Volumen von 1 Milliarde Euro und der Anteil der ARGE beträgt 425 Millionen Euro. Wir haben 2 Gerätegruppen im Einsatz, einmal Verdichtungsgeräte und einmal Aufbereitungsgeräte. Bei den Verdichtungsgeräten haben wir 2 Walzenzüge mit 16 Tonnen, 3 Walzenzüge mit 25 Tonnen, wobei eine mit einer Felsbandage bestückt ist und eine 20 Tonnen Gummiradwalze von der Firma Hamm. Und Aufbereitungsgeräte, ein 20 Meter langes Haldenband, ein 2-Deck-Sieb, ein 3-Deck-Sieb und 2 raubmobile Brecher, Backenbrecher der Type MC140 von der Firma Klemann. Die Aufgabe der Hamm-Geräte ist das lagenweise Verdichten des Materials. Die Herausforderung dabei besteht, die unterschiedlichen Materialien am jeweiligen Einbauort in verschiedenen Lagenstärken, 30 bis 60 cm, mit der geforderten Einbauqualität zu verdichten. Der Naturschüttdamm besteht aus verschiedenen Zonen. Jede dieser Zonen erfüllt eine Funktion. Am Ende des Tages ergibt das Zusammenspiel dieser verschiedenen Zonen dann diesen Naturschüttdamm. Die Herausforderung ist die lückenlose und genaue Aufzeichnung mit einer schnellen Verarbeitung der Daten. Wir schütten mehrere Lagen pro Tag und vor Inangriffnahme einer neuen Lage müssen die Daten vorliegen, um eine Freigabe zu erwirken. Hierzu sind die Daten vom HCQ von wesentlicher Bedeutung. Und dieser Aufgabe wird das System HCQ gerecht. Diese Systeme sind auf diesen 5 Walzenzügen, die wir auf der Baustelle haben, im Einsatz. Wir arbeiten mit den HCQ Vitos, das heißt Echtzeitdatenübertragung. Das heißt, wir im Büro können jederzeit auf die Daten zugreifen, was eben diese schnelle Verarbeitung ermöglicht und wir auch dann relativ rasch die Freigaben für die neuen Schüttlagen erwirken können. Eine weitere Besonderheit ist, aufgrund des scharfkantigen Materials, das wir hier verarbeiten, ist der Einsatz von EM-Reifen. Der Einsatz der Geräte beschränkt sich auf die Sommermonate, das heißt 6 bis 7 Monate Einsatz, da aber vom Montag bis Sonntag im Einsatz und es fallen ca. 300 Betriebsstunden im Monat an. Bei so einem großen, komplexen Projekt mit so einem engen Terminkorsett haben wir uns für das Gesamtpaket, also Bestbieter, entschieden und dafür waren folgende Kriterien von uns, sage ich mal, wesentlich. Diese Punkte sind die Anschaffungskosten, die Lieferzeiten der Geräte, das Servicepaket, dann die Verfügbarkeit von Monteuren, dann Verfügbarkeit und Kosten von Ersatz- und Verschleißteile, die Höhentauglichkeit in Kombination mit den Witterungsverhältnissen. Und der letzte Punkt ist die eigene Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Wirtgen. So ein komplexes, großes Projekt wie dieses hier stellt täglich neue Herausforderungen an Maschinen. Und hier gilt es, schnell und gemeinsam rasch diese Problemstellungen zu lösen.